Ich hoffe, er wäscht sie zwischendurch. Ich will die Fragen. So, ihr seht jetzt hier, dass Vlado einen leichten Größenvorteil hat und dadurch wahrscheinlich auch einen leichten Reichweitenvorteil. Er ist 1,80 groß und sein Gegner aus Leipzig 1,73. Passt wundervoll in seinen Gameplan in dem Fall. Rick Schreiter, wie gesagt, 41 Jahre alt. Der Altersvorteil geht zu ihm. Vlado ist 23 Jahre jung. In Vlados Ecke. Man muss dazu sagen, dass er wirklich 90% seiner Kämpfe gewonnen hat, indem er sie entschieden hat, vorzeitig. Ne? Nur ein einziger ging über die Zeit wirklich. Ja. Wir dürfen auch hier mit einem spannenden Kampf rechnen. Schön respektvoller Angruß. In der Mitte Volker Dietz als Kampfrichter, der jetzt hier konsequent den Kampf reicht. Handshake und es geht los. Vlado greift an, attackiert mit Schlägen und Tritten. Rick kommt nach. Vlado ist sehr fokussiert. Er war in der Kabine schon sehr fokussiert, sehr konzentriert. Jetzt befindet sich Vlado in der Halfguard, wird an beiden Armen von dem unten liegenden Rick kontrolliert. Vlado fängt an, ein bisschen mit Schulterstößen zu arbeiten. Er nimmt eigentlich immer gerne mit alles, was kommt so. Versucht seine Arme zu befreien aus der Umklammerung von Rick. Mit links ist es ihm gelungen. Auf jeden Fall fühlt sich Vlado prinzipiell auch oben wohl im Ground and Pound. Wenn er es jetzt noch schafft, das Knie zu passieren. Ja, das ist auch schön. Er beschränkt sich erstmal drauf, aus dem Stand in die Beine des Gegners zu treten. Ja, der Kampf geht wieder in den Stand. Volker bringt den Kampf in den Stand, jawohl. Schöne Hände. Ja, Rick ist auch gut. Ja, Rick kommt nach vorne, nachdem er ein paar Kombinationen von... Boah, jetzt kommt eine schöne Knie von Vlado. Vlado bringt den Kampf zu Ende. Und der Kampf ist zu Ende. Knockout in der ersten Runde für Vlado. Toller Kampf, super gemacht. Knallharte Knie sind da durchgekommen. Warte mal, anderthalb Minuten. An dem Kopf von Rick Schreiter. Die haben den 41-Jährigen zu Boden gehen lassen. Und dann folgte Ground and Pound vom Feinsten. Da konnte Rick nichts mehr entgegensetzen. Ein weiterer Erstrunden-K.O.-Sieg für Vlado Sunshine Sikic, spricht man aus? Sikic, den 23 Jahre alten Ex-Berliner, jetzt Frankfurter, der seine Wurzeln in der IMAG Berlin hat, unter Frank Buczynski trainiert hat. Ja, Frank hätte gerne den Livestream mit moderiert. Ich wette, er freut sich jetzt trotzdem über den Sieg. Er schaut Frank, zu schöne gerade. Grüße nach Berlin, wenn du in Berlin bist. Aber ich glaube, der ist in Bayern oder so. Ja, ich glaube, er hat in München ein Seminar gegeben. Ah. Aber er sieht den Livestream, soweit ich weiß. Dann grüßen dich nach Bayern die Vanessa und der Andy Konda. Absolut. Aus Dormagen bei Köln, wo während der FIBO hier Respekt Nummer 9 tagt. Nächtet. Vlado mit Groupie-Fan-Ecke wird hier gefeiert und verlangt nach einer Bürste oder Haargel. Mütze. Da ist nichts mehr zu retten. Hauptsache, das nette Lächeln bleibt. Freien Stream, aber dann könnt ihr für $5, irgendwie umgerechnet 3 Euro paar gequetschte oder 4 Euro paar gequetschte, je nach Kurs, könnt ihr den Rest des Kampfes auch mit anschauen und bei uns bleiben. Mein Tipp ist, mach das. Fight Lab streamt hier und die machen eine ganz tolle Arbeit für den Sport.
Oh ja, sein Flatos Gegner ist doch sehr gezeichnet durch das Ground and Pound. Ich würde sagen, der drückt gerade ein Auge zu. Ja. Ich glaube, Vlado hätte gerne länger gekämpft. Er sah gerade so aus. Er hätte ihm noch ein Auge zugedrückt. Oder jetzt kann er sich dafür eine Runde.